Ja, danke, Nabala, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview jetzt hier für Jetzt TV am Rande des Rainbow Spirit Festivals in Baden-Baden. Ich kenne dich noch gar nicht, deswegen würde ich wirklich gern fragen, wer du bist. Vielleicht so ein paar biografische Sachen, wo du so herkommst, was du so bisher so gemacht hast in deinem Leben. Okay. Also, du möchtest jetzt in diesem menschlichen Dasein wissen, wer ich bin. Dieses ganz Profane. Genau. Erstmal. Ganz Profane. Okay, also mein wirklicher Name, der ist Gabriele Wolf. Und irgendwann kam mal dieser Name Nabala und seitdem trage ich diesen Namen. Und was ich so mache, Dasein einfach nur. Und möchtest du jetzt dadurch so wissen von der Geschichte her noch was? Oder was ist da, was dich jetzt da so richtig interessiert? Können beim Absoluten anfangen und dann zum Allgemeinen kommen oder umgedreht. Ja, vielleicht. Absolut und das Allgemeine ist ja nicht wirklich getrennt. Genau, in dem Bereich spielen wir. Wir können natürlich jetzt bei dem anfangen, wo wir jetzt hier sind, dass ich sozusagen wahrgenommen habe, du gibst Satsang und ich kannte also weder deinen Namen noch dein Gesicht. Mhm. Und ja, was machst du im Satsang? Da gibt es ja auch eine gewisse Breite. Was... Du hast gefragt, befähigt dich Satsang zu geben oder was ist das, was du da teilst, vielleicht was du erkannt hast? Das war irgendwann mal dieses tiefe Erkennen, dass nur eine einzige Energie da ist, dass nur Dasein ist und dass gar keiner da ist in dem Dasein, sondern dass einfach nur Dasein ist. Und dieses Dasein, das ist sowas wie, was einfach geteilt wird mit den Menschen. Also das ist kein Wollen dahinter, keine Lehre dahinter. Ich will auch keinen irgendwo hinführen, weil ich keinen irgendwo hinführen kann, weil jeder schon da ist. Weil nur Dasein ist. Und weil ich kann keinem was geben und ich kann keinem was nehmen. Unmöglich. Und deswegen ist da auch kein Ziel dahinter im Satsang, gar keines. Und für mich ist Satsang auch nicht nur der Rahmensatsang, sondern das ganze Leben. Jede Begegnung. Egal mit wem oder mit was. Egal, ob jetzt gegessen wird oder egal, ob spazieren gegangen wird, ob ein Tier einem begegnet oder ob ein Gespräch mit jemand stattfindet. Alles für mich Satsang. Und diese Einsicht oder Erfahrung, hast du die vorher gesucht? Warst du sozusagen wie viele auf dem Festival eine Suchende? Die Suche war bei mir relativ kurz. Und es war einfach mal so ein heftig tiefer Schmerz, ein ganz tiefer Verlassenschmerz. Und dieser Schmerz hat mich im Prinzip wie zu mir selbst geführt. Der war so heftig, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte, den irgendwo wegzudrücken. Und da fing die Suche eigentlich an. Aber jetzt keine bewusste Suche, sondern ich bin einfach mal auf ein Seminar gegangen und es war auf Gomera. Da bin ich dann zufälligerweise auch mit Samapan in Berührung gekommen, hatte keine Ahnung von Satsang und das hat mich irgendwie ganz, ganz tief berührt, weil er genau das gesagt hatte, was mich in dem Moment beschäftigt hatte. Und war mit Reiki aber noch beschäftigt und mit Engels Reiki. Und irgendwann war dann einfach dieses Sehen da und diese Suche war relativ kurz und ich war auch nie auf der Suche nach Erleuchtung, nie. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es sein soll. Aber möglicherweise kommen jetzt Leute zu dir, die das suchen. Die das suchen, ja, ja, die Möglichkeit ist groß. Mhm. Was machst du dann mit denen? Keine Ahnung. Oder was geschieht, wenn diese Leute zu dir in den Satsang kommen? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, was dann geschehen wird. Es ist einfach nur ein Miteinander, dieses Teilen von dem Dasein und immer wieder zu sehen, wenn den Gedanken nicht so viel geglaubt wird und wenn einfach mal das gelassen wird, was da ist und das nicht mehr als falsch erachtet wird, die Erscheinung, der Ausdruck, der eben gerade geschieht, dass dann einfach dieses Einsinken in diese Stille des Daseins passiert. Und dieses Glitzern in den Augen und dieses... Total schön. Handhabst du so, dass man zu dir nach vorn kommt und auf einem Stuhl sitzt? Oder bleiben Menschen im Publikum sitzen und sprechen mit dir? Mhm. Nutzt du Musik? Wie? Das hat sich auch verändert. Und ich habe am Anfang so mein allererstes Satsang, den hatte ich so gemacht, wie Samapan das gemacht hat. Und ich habe mich schrecklich unwohl gefühlt, weil es war irgendwie so entfernt und dann hatte ich angefangen, den Stuhlkreis zu machen und dann auf dem Boden, mit den Menschen auf dem Boden sitzen. Das mache ich am liebsten.
Und von der Musik her, ich habe manchmal Gitarrenspieler bei mir und dann spielen wir Mantren. Und eingangs habe ich auch meistens Musik. Wo lebst du? Wo gibst du Satsang? Leben tue ich in Ettlingen-Spessart. Das ist ein wunderschöner Höhenstadtteil von Ettlingen. Und Satsang gebe ich in Karlsruhe. Noch in einer kleinen Praxis. Was sich auch ganz zufällig ergeben hat. Da lag ich auf der Liege bei einer osteopathischen Behandlung und frag den Osteopathen, ob er zufälligerweise einen Raum wüsste, für mich Satsang geben kann, und sagte, ja, hier, bei mir, finde ich cool, gebombt. Magst du mir noch etwas erzählen von diesem Schmerz und dieser Begegnung mit Samapa? Ja, gerne. Das ist so ein Schmerz, wenn man plötzlich irgendwie, wenn alles wegfällt. Ja, so diese ganze familiäre Anbindung weg ist, die ganze, der Freund weg ist, alles sich irgendwie so auflöst. Und nichts ist mehr zum Festhalten. Und das hat total wehgetan, weil es einfach so schmerzvoll war, dass es richtig körperliche Schmerzen auch waren, dieser seelische Schmerz. Und ja, dann bin ich auf ein Seminar nach Gomera gegangen und das war also auch wunderschön. Und dann habe ich von Satsang gehört. Ich habe mich da gefragt, was ist Satsang? Und ja, das ist irgendwie so was Langweiliges, es sitzt immer so rum, da ist keine Bewegung und so, ich okay, keine Ahnung. Und konnte aber nicht anders. Eines Morgens bin ich aufgewacht und mich auf den Weg gemacht und habe geschaut, wo das ist. Ja, dann bin ich da rein und es ging auch da eben bei mir um Partnerschaft damals, völlige Verzweiflung, völliger Schmerz eben auch, weil das auch zu Ende war. Und da war das so erlösend, wo Samapan sagte, ey, du kannst nichts machen. Wenn Partnerschaft da ist, dann ist sie da. Und wenn keine da ist, dann ist keine da. Und so wie es ist, ist gerade perfekt. Und irgendwas in mir hatte da totale Resonanz. Und eine absolute Erleichterung. Wow, ich kann das gar nicht machen. Viele Menschen erleben ja dieses Wow als etwas Kurzzeitiges, als so ein Satsang-Gefühl, was sie doch dann leider relativ schnell, spätestens Montagabend, Montag, wenn der Chef wieder kommt, wieder verliert. Ja, genau. Dann sucht man wieder. Genau. Genau. Das ist das Spiel. Ja. Und wie war das bei dir? Bei dir war es stabil oder es gab da noch Wellen, die sich verändert haben? Oder wie? Das Leben ist voller Veränderungen. Ja. Die ganze Zeit. Und es gibt nichts, was stabil ist, außer das, was immer ist. Dieses Dasein, einfach diese Stille. Und die ist immer da. Aber die kann einem ja bewusst oder nicht bewusst sein. Und lebt das Bewusstsein? Nicht immer. Nicht immer. Manchmal war sie einfach wie leiser. Und dann ging die Suche los, dass sie wieder lauter wird. Und auch oft so das Sehen von der Verzweiflung, dass es jetzt weg ist. In dem Moment, wo einfach wieder genau nur das gesehen wurde, das wird offensichtlich. Und das ist was sich mir vertieft. Ich habe keine Ahnung, wohin. Es ist auch nur so ein Feeling, dieses Sehen, das wird wie klarer, wie tiefer. Und für mich gibt es auch kein Ankommen irgendwo. Sondern jeder Moment, der gestaltet sich neu aus sich selbst heraus. Und es gibt auch keinen, der ankommen kann. Ich wüsste gar nicht, wo. Aber wenn man irgendwo ankommen kann, dann ist man irgendwo anders. Und das ist die Idee, die da ist, die einfach nicht der Wahrheit entspricht. Was würdest du sagen, was ist Erwachen? Wenn ich geschlafen habe und morgens aufwache, bin ich erwacht. Gibt es da noch ein Erwachen darüber hinaus?
Wenn sehen, dass keiner da ist. Einfach wenn sehen, dass keiner da ist. Und dass noch nie irgendjemand da war. Und dass alles schon immer absolut vollkommen ist. Und dass man nichts bekommen kann. Nichts dazu. Und auch nichts weg davon. Einfach ein Sehen, dass die Person, die man denkt zu sein, in Wahrheit gar nicht existiert. Dass viele Dinge geschehen, viele Erfahrungen geschehen, aber sie geschehen mit niemandem. Sie geschehen einfach. Die verfolgen auch keinen Sinn und Zweck. Auch wenn es manchmal in der Geschichte sehr danach ausschaut. Wenn diese Erkenntnis da ist, dass da keiner ist, was macht das? Oder konkret gefragt, was hat es mit dir gemacht? Ändert es was am Leben? Also am Anfang war völlige Verwirrung. Weil einfach die ganzen Konzepte, die da waren, in sich zusammengebrochen sind. Und auch diese Frage, die dann immer wieder kam, ja und das. Und das hatte alles keinen Boden mehr. Und immer wenn Fragen wieder so gekommen sind, dann war das so ein Gefühl, wie wenn sich Knoten gebildet hätten. Und immer wenn wieder so ein Einsinken passiert ist, dann war das alles wieder weg. Und das Dasein selbst wird einfach total einfach. Es geht zu seiner Natürlichkeit zurück. Es wird einfach das gemacht, was da ist und nicht so viel hin und her belegt. Es ist einfach völlig natürlich. Wie ein Baum, der überlegt sich auch nicht, wie er jetzt am besten wachsen soll. Dass er am besten ausschaut. Oder welches Farbenkleid, das er trägt. Oder welche Plattform, das er hat. Sondern der wächst einfach. Und so einfach ist das Dasein dann auch wieder. Und wenn alles gesehen wird, dass alles der göttliche Ausdruck ist, dass nur das eine da ist, dann hört diese ewige Unterscheidung auf. Diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht. Diese zwei Seiten, die fallen einfach zusammen. Und dann gibt es einfach nur noch das, was passiert. Und das hat es schon immer gegeben. Nur die Idee im Kopf war so stark verankert, es müsste anders sein. Und die Idee, da ist jemand, der das dann steuern kann, dass er endlich sein Leben leben kann. Genau so, wie er sich vorstellt. Was ja häufig nicht wirklich passiert. Ich habe Lehrer erlebt, die gesagt haben, wenn es einmal wirklich erkannt ist, könnte es einen nie wieder verlassen. Das war damit für mich auch wie so eine Aussage, wie ich werde ab jetzt immer in diesem Sinne erwacht sein. Ich bin mir da nicht so richtig sicher, weil ich eben auch mein Bewusstsein als so ein unheimliches Fluktuieren, also ich könnte nicht sagen, wie unbewusst ich mal wieder werde auch. Wie würdest du das erfahren oder beschreiben? Gibt es was, wo du den Eindruck hast, das ist so offensichtlich und mit dieser Offensichtlichkeit ist nicht mehr zu trüben? Ich weiß es nicht. Kann ich dir ehrlich sagen, ich habe da keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, wie es jetzt ist. Ich weiß es nicht, wie es in 10 Jahren sein wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal wieder kippen kann. Keine Ahnung. Da könnte ich nicht sagen, das bleibt immer. Gut, ich meine, was du sagst, diese Bewusstseinsschwankungen, das ist das, was schwankt so manchmal, ist eben eine tiefere Erkenntnis da, eine wenig tiefere von Dingen, wo man meint zu erkennen. Das meine ich aber nicht mit der Erkenntnis, sondern ich meine wirklich das Sehen selbst. Das ist zu sehen, dass sich das nie verändert, nie. Und dass auch vom Bewusstsein her geschehen Veränderungen, aber in dem Sehen selbst geschehen die. Und in dem geschieht Bewusstheit und Unbewusstheit. Und beides ist völlig in Ordnung. Weil es ändert an dem Sein, an dem, wo das alles drin stattfindet, überhaupt gar nichts. Ich mache zurzeit die Erfahrung, dass es einfach immer wie klarer, wie tiefer wird. Aber ob das so bleibt, Alter, ich habe echt keine Ahnung. Ob sich das vertieft, wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also wenn du jetzt erkannt hast, dass da kein Ich ist, keine Person, könnten immer noch Dynamiken, Energien und Muster da sein, ja, die quasi, naja, wie so ein Echo dieser Person sind oder die sich von außen gesehen schon verhalten wie eine Person.
Wie erlebst du das? Da ist absolutes Menschsein. Mit all seinen Schwächen und Fehlern. Und der Ausdruck hat von der Wirklichkeit, der drückt sich einfach so aus, wie er sich ausdrückt. Und da sind deswegen auch noch Gefühle, auch noch Muster. Aber die stören einfach keine mehr. Und das ist oft so, dass wenn sie einfach nur gesehen werden, da ist einfach nur die Liebe dafür da. Und dann müssen sie meistens nicht gelebt werden. Das wollte ich fragen, ob die Dynamik und die Kraft, auch die Zwanghaftigkeit dieser Muster sich ändert. Die ändert sich. Und wenn du es... Die ändert sich total. Das ist einfach dieses in dem so lassen. Geschieht total viel Veränderung. Und wenn so ein Muster einfach auch nur als Muster gesehen wird und als das, was erscheint, dann muss man dem nicht nachgehen. Dann verliert es wie so den Dreh. Was nicht bedeutet, dass dann die Feelings sich sofort verändern. Also dieser Körper-Geist-Mechanismus erfährt ganz genauso noch mal Traurigkeit oder mal Ärger oder mal Verletztsein. Das verändert sich deswegen nicht unbedingt. Aber es stört keinen mehr. Und da ist einfach nur ein Sein damit. Und kein Versuch, das irgendwo wegzuwischen oder irgendjemand anders dafür verantwortlich zu machen. Sondern das ist einfach nur der Ausdruck, der gerade da ist. Und der wird in seiner Intensität einfach nur gespürt. Ohne dass ihn jemand spürt, sondern es ist einfach nur spüren. Ich weiß nicht, ob ich das richtig wahrnehme, aber wenn ich mir so die verschiedenen Satsang-Lehrer angucke, sind es eben hauptsächlich Lehrer. Also es sind deutlich mehr Männer als Frauen, so wie ich das wahrnehme. Wenn das so ist, was meinst du, woran liegt das? Was zurzeit zu spüren ist, das ist so, dass die Weiblichkeit einfach wieder etwas mehr, wie möchte ich sagen, vielleicht geachtet wird, dass die einfach wieder mehr Kraft bekommt. Dass da so wieder zwischen männlich und weiblich diese Unterschiede, dass sie anfangen, sich auch aufzulösen und dass die Weiblichkeit wieder einfach auch nicht unbedingt als weiblich und männlich gesehen wird, sondern dass das wie eine Einheit wird. Dass dieser krasse Gegensatz nicht mehr so da ist. Und die Weiblichkeit, das ist so für mich so dieser Ausdruck von der totalen Liebe, jetzt unabhängig von Geschlecht, von weiblich, sondern einfach so diese Mütterlichkeit, diese Liebe des Daseins. So eine Mutter, wie die ihr Kind liebt, das ist, die liebt es einfach, ja. Da ist einfach nur, die hat keine Ahnung, warum sie es liebt. Das Kind hat noch nichts gemacht, gar nichts. Ganz im Gegenteil, das schreit, das hat Hunger. Ja, da muss man die ganze Zeit da sein und da ist einfach so eine Liebe da. Das ist so eine bedingungslose Liebe. Und das ist teilweise zu sehen, dass eben diese Weiblichkeit eben auch wieder mehr geachtet wird, diese Liebe und auch die Männlichkeit, die finde ich, wird auch viel weicher. Die bleibt nicht in diesem straighten, nur verstandesmäßigen, sondern die bekommt auch ganz, ganz viel Veränderung. Da ist ganz viel Sanftheit auch dabei. Obwohl ich zum Beispiel auch den männlichen Ausdruck, gerade im Satsang, finde ich teilweise gigantisch, weil das ist so, die haben einfach eine ganz andere Art, das auszudrücken. Eben über diese männliche Variante eben auch und über diese, die haben ein anderes Denken. Obwohl es mit Denken nichts zu tun hat, aber dadurch kommt trotzdem ein anderer Ausdruck raus. Und dass es jetzt noch viel mehr Männer sind, auch wenn du wahrnimmst, dass es sich ändert. Doch, da verändert sich einiges. Das, ja. Und dass es noch so ist oder dass es früher so war, würde dann daran liegen, so vermute ich auch, dass es eine gewisse Unterdrückung oder Abwertung der Weiblichkeit auch in diesem Bereich gegeben hat. Ja, wenn die Möglichkeit. Ja. Ich meine, das war ja auch, Frauen wurden ja damals gar nicht zugelassen irgendwo. Wenn die, da gibt es den Film, die Päpstin, der kommt jetzt im Kino demnächst. Ich habe das Buch gelesen und das war so ganz klassisch, weil, ich meine, sie wollte einfach Gott dienen. Und durfte das halt als Frau nicht. Also da war gar keine Möglichkeit da. Und dann hat sie sich halt als Mann verkleidet und ist zum Schluss Papst geworden.
als Mann, obwohl sie eine Frau war. Und wo das dann rausgekommen ist, weil sie schwanger war und dann ein Kind entbunden hat, der aber dabei auch gestorben ist, wollte man es aus der Geschichte löschen. Und jetzt ist da viel mehr Offenheit da. Ich meine, so viel Liebe macht ja auch wahnsinnig Angst. Sind wir bei den Kindern und dann ist es der Punkt, wo ich wieder so ein bisschen ins Biografische switchen will. Also mich interessiert jetzt einfach nach wie vor noch, zum Beispiel hast du Kinder, lebst du in einer festen Beziehung und ja, was hast du eben zum Beispiel beruflich oder von der Ausbildung her vor dieser Zeit mit dem Schmerz getan? Also da sind Kinder da, ich habe zwei Kinder, 22 und 25. Und auch schon Enkelkinder und bin ganz vernarrt in meinen Kleinen. Das ist 2 Jahre, total goldig. Und was ich vorher gemacht habe, total viel. Alles Mögliche schon, Verkauf, Versicherungen, Timeshare, Schulen. Modeschmuck, Tierarzthelferin, also da waren schon viele, viele Stationen. Dann ging der spirituelle Bereich los mit Reiki, mit Engelsreiki. Und gerade da, wo ich Engelsreiki so richtig voll machen wollte und meinen Job als Fitnesstrainerin, also ein Fitnessstudio mal geleitet, lange Jahre. Und genau da, wo ich den Job dann aufgegeben hatte und gesagt habe, okay, und jetzt steige ich da voll ein, war alles weg. Okay, ist nichts mehr da. Cool. Und da saß ich dann einfach nur noch rum und habe den Frieden genossen und war gar nichts mehr. Und dann war keine Arbeit mehr und das andere war auch nicht mehr da. Und es war völlig im Argen. Und irgendwann hat dann Satsang angefangen. Das hatte ich dann ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich gemerkt, ich bin noch nicht bereit dafür. Das ist noch viel zu früh. Viel zu früh. Wie kam das, dass du begonnen hast, Satsang zu geben? Die Freunde fanden das so klasse. Ich habe gesagt, ey, du musst es unbedingt Satsang geben. Wir organisieren alles für dich, wir machen alles für dich. Und okay, wenn das das Leben gerade will, gut, dann wehre ich mich dann nicht dagegen. Das war wunderschön, also das war eben das mit den Stühlen dann auch, mit, wo ich dann eben so das gemacht hatte wie Samapan. Und dann habe ich aber gemerkt, so nach einem halben Jahr, nee, das ist noch nicht, ich bin noch nicht wirklich bereit dazu. Ich hatte selber auch noch viele Up and Downs. Bist du jetzt noch als in irgendeiner Richtung als Heilerin tätig? Ich habe nur gesehen, da an dem Stand unten, dass du eine Behandlung gegeben hast. Ja, das scheint sich irgendwie gerade zu entwickeln. Was tust du da? Das nennt sich Essenzheilung. Das ist, ich habe das von Gaia, das nennt sich halt auch ein Begriff. Und bei dem war ich vom knappen Jahr bei einem Workshop, weil ich irgendwie, ja, ich mag ihn total von seiner Einfachheit her, weil mir liegt die Einfachheit einfach so im Herzen, weil das Leben so einfach ist, nicht kompliziert. Und das strahlt Gaia auch aus. Und da ich über Reiki einfach auch schon gern Energiebehandlungen gemacht habe und das immer schön fand, mit den Menschen einfach auch so da zu sein, habe ich mir gedacht, was machst du bei dem Workshop bei ihm? Essenzheilung. Und mir dachte, ja, ist eigentlich auch gar nichts anderes, als was du eh schon machst. Einfach da sein, als dieser stille Raum, ohne Wollen, ohne Ziel, ohne irgendetwas. Und obwohl die Hände nicht aufgelegt werden müssten, weil es einfach sowieso passiert, was passieren möchte oder soll oder sonstiges, wird das gemacht. Und das ist halt dann eine Möglichkeit, um wie so ganz tief abzusinken.
zu sehen, auch dass alles schon heil ist. Auch wenn Krankheit da ist. Und manchmal heilt sich sogar auch Krankheit. Mich interessiert noch, was du erlebst bei den Menschen, die zu dir in den Satsang kommen. Also, was geschieht da, was nimmst du da wahr? Oh, das ist so unterschiedlich. Manchmal passieren totale Öffnungen. Manchmal kommt einfach ganz, ganz viel alter Schmerz nach oben. Traurigkeit und dann kommen ganze Ausbrüche. Oft viel Freude, ganz viel Lachen. Je nachdem, jeder Satsang gestaltet sich auch ganz anders. Ich gehe da immer völlig unvorbereitet hin, ich habe immer keine Ahnung, was ich sagen soll. Und das ist auch immer so, wie viel Offenheit in dem Moment einfach auch da ist. Von den Menschen. Es gibt ja so die Aussage, dass da niemand ist und dass nichts getan werden muss. Und aus der Perspektive denke ich dann auch immer, ja, dann braucht man eigentlich auch nicht zum Satsang gehen und dann dürfte dort auch eigentlich nichts Wesentliches passieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist meine Erfahrung schon, dass, ich weiß auch nicht, wie ich das gut beschreiben soll, also das Bewusstsein auf eine Art ansteckend wirken kann. Und ich manchmal wirklich beobachten kann, auch an meinem Verstand vorbei, also obwohl ich mich manchmal verknotet habe eigentlich mehr und der Verstand jetzt eigentlich hätte gar nicht sagen können, was da war. Also gerade bei Samarpan, der hat mich eigentlich entsetzt, wie wenig man mit dem diskutieren und reden kann. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist schön. Und ich war dann aber überrascht, dass da irgendwas geschieht. Also würde ich sagen, keine Ahnung, ob da jemand ist oder nicht, aber es wirkt. Genau, das ist auf einer tiefen Ebene ansteckend. Das ist das Zusammensein, ja. Das ist einfach nur das Zusammensein. Und man müsste doch eigentlich gar nichts reden. Mhm. Aber es redet einfach ganz gerne. Und man müsste auch nicht zum Satsang gehen, absolut nicht. Aber auch Satsang ist das, was passiert. Und wenn jemand zum Satsang gehen möchte, dann hat er gar keine Wahl, da nicht hinzugehen. Und wenn jemand lieber in den Biergarten geht, dann hat er keine Wahl, zum Satsang zu gehen, sondern in den Biergarten. Und beides ist gleich okay. Das war ein hübscher Schluss. Ich habe die ganze Zeit nach so einer Art, nach einem runden Satz gesucht. Den fand ich jetzt ganz gut. Finde ich gut. Ja, ne? Okay. No.